Und wir starten jetzt ganz einfach mit dem ersten Match. Und da sollt ihr Nationen alle ganz hoch hinaus. Raise the flag. Bei Catch wird jetzt nicht nur am Stoff gezogen, sondern das Stück Stoff muss auch noch ganz nach oben. Wie es geht, was die Regeln dabei sind, gibt's jetzt. In jeder Runde gibt es einen Fänger und vier Läufer. Die Läufer müssen Flaggen hissen, ohne dabei gefangen zu werden. Wird ein Läufer gefangen, ist er raus und verlässt sofort das Spielfeld. Die Flaggenhöhe wird in Zentimetern gemessen. Das Team, das die Flaggen addiert, am höchsten hissen kann, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden 10 und 5. 10 Bonuspunkte gibt es für den Fänger, der alle Läufer am schnellsten fangen konnte. Ja, welche Nation macht jetzt unsere 160 Quadratmeter Spielfläche zu seinem Staatsgebiet? Wir sind gespannt. Ihr müsst euch bitte jetzt einloggen. Welchen Fänger stellt ihr und wer läuft weg? Luke, du bist da wie immer beratend jetzt vor Ort. Du gibst gute Ratschläge, Luke? Ich bin hier voll dabei. Okay, Luke ist dabei. Habt ihr alle eingegeben? Ja. Okay, ich sehe Daumen nach oben. Dann schauen wir uns mal an, welche Fänger gehen für die Länder an den Start. Und Dean ist der erste Fänger für Deutschland. Er fängt die Österreicher. Wir starten mit unserem ersten Match. Aber auch bei einer Europameisterschaft darf ein Mann auf gar keinen Fall fehlen. Er ist die Stimme von Catch. Und hier ist er, Jan Platte. Vielen Dank, Andrea. Schönen guten Abend auch von mir an all die Teams zu Hause. Team Sofa, Team Sessel. Wir haben ganz viel aufgebaut. Wir haben ganz viel vor. Wir haben tollste Kandidaten, großartige Herausforderungen. Und jetzt heißt es Raise the Flag. Dean für Team Deutschland gegen Österreich, ja? Und wir stehen alle in den Startlöchern. Match 1, Raise the Flag, Lauf 1. 3, 2, 1, Catch. Wen guckt er sich als erstes aus? Steffi ist es, aber die macht es gut. Vergesst das Drehen nicht, liebe Österreicher. Genau, da müsst ihr drehen, sobald ihr merkt, Dean hat euch nicht im Sinn. Zweiter Catch, vorsichtig, Dean. Ja, der lässt sie kaum ran an die Fahnen. Drehen, drehen, drehen. Die erste ist auf Kurs. Dritter Catch noch um die 35 Sekunden. Jetzt ist es ein Duell 1 gegen 1, ich muss sagen, gewesen. Denn das war dann der letzte Catch. Er hat ein paar 20 Sekunden gebraucht, ihn 24, um genau zu sein. Und zwei Flaggen. Der Österreicher eher noch so ein bisschen auf Halbmast unterwegs. Eine habt ihr fast bis ganz nach oben gebracht. Ganz ordentlicher Start fürs Team Österreich, wenn man bedenkt, wer da gerade der Fänger war. Im Schnitt alle 6 Sekunden zugepackt. Da hinten durfte man mal kurz, den Boxsprung gibt's auch noch, mal eben drehen. Aber nee, keine Gnade von denen. Der steht jetzt bei Simon. Ja. Dean steht bei mir, das österreichische Team ist gerade noch in der Traumatherapie. Die müssen erstmal damit klarkommen. Dean, ein wahrer Patriot. Du hast den aber keinen Millimeter von Deutschland gegönnt, hier gerade den Österreichern. Ja, ich muss halt das Beste tun, ne? Und wie mein Coach immer sagt, set the tone. Das heißt, von Anfang an Klargas, damit wir quasi zeigen, was Deutschland drauf hat, ne? Von Anfang an. Das hast du sehr gut gezeigt. Die Flaggen sind weitestgehend unten geblieben. Und Jan, schaut sich mal an, was die Engländer und die Schweizer jetzt so fabrizieren. Aber erstmal gucken wir, Simon, auf die Flaggen. Das sind in Summe 4,05 Meter. Gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, dass 6 Meter das Maximum sind. Wir sind bereit für den zweiten Lauf bei Raise the Flag. Karil steht in der Mitte fürs Team Schweiz. Und wir haben 4 aus dem Team England, die weglaufen. David mit dabei, Nikita mit dabei. Ich bin sehr gespannt. Vor allen Dingen auf deine Performance. Karil, auf geht's. 3, 2, 1, Catch. Karel, ein super Parkour, 20 Jahre jung. Spezialität, Sprünge und Tempo hat er auch. Wir sehen es hier. Der nimmt die Außenbahn, reizt das alles aus. Dreh, Nikita, dreh. Du bist die Letzte, die dabei ist. Go, Nikita. Oh, go, Nikita. Aber ich glaube, du wirst nicht mehr viel zum Drehen kommen. Wow! 15 Sekunden. Die Schweiz hat was vor. Und Karel verdeutlicht das aber mal jedem. Dieses so wahnsinnig hoch eingeschätzte Team der Engländer
ist in Summe 15 Sekunden dabei. Die Flaggen haben sich nicht wahnsinnig bewegt. Nikita hat noch am besten gedreht. Die anderen waren mit Weglaufen beschäftigt. Riesenrespekt an die Schweizer. Wir gucken noch mal auf die Punkte bzw. auf die Zentimeter. Ja, das ist nicht mal halb so viel, wie Team Österreich es hinbekommen hat. 1,92, ja, kein Topplatz, aber vielleicht reicht es noch für die Punkte. Karel, ich habe den viel zu früh gelobt. Die Schweiz, die hatte ja alle mit Vorurteilen zu kämpfen, aber du bist keinem dieser Vorurteile gerecht geworden. Du hast richtig Bock gehabt, richtig? Yeah, it was very funny. I like this game and it's not like a competition is my mind, so I just enjoy it and that's it. He enjoyed it. Er hat Spaß gehabt, er hört nicht auf zu grinsen und er war richtig, richtig gut. Jan Plate, ich bin gespannt, wie das jetzt weitergeht. Du darfst gespannt sein, weil da steht jemand, Simon, den du auch noch in sehr schneller Erinnerung hast. Joe Skandrit. Don't look at me. Schön. Los geht's. 3, 2, 1, catch. Joe nimmt Tempo auf, der muss für Unruhe sorgen. Und jeder, der gefangen ist, sofort raus. Die anderen dreht, was das Zeug hält. David sofort raus aus dem Parcours. Silke, versuch ihn irgendwie so ein bisschen, genau, abzuhalten davon. Jemanden zu catchen. Guck mal, so kann Teamarbeit auch aussehen. Und Silke, die läuft nicht einfach nur, die dreht noch am Rad. Das ist ja ein Wahnsinnsentkommen. Da seht ihr mal, was Richtungswechsel alles bewirken können. Ihr habt schon zweimal Büro. Losgeschossen und jetzt sind alle drei Fahnen oben. Also ohne Luke läuft das bislang ziemlich gut für das Team Deutschland. Das sind die kompletten 6 Meter. Mehr geht nicht. Und ich glaube, Joe dachte, das wird ein bisschen einfacher. Also hier ist eine Stimmung wie auf Mallorca und ein Hauch von Malle weht hier auch durch die Luft. So schnell wie die Deutschen an den Strandkörben ihre Handtücher ablegen, so schnell habt ihr die Flaggen da hochgedreht. Was war da denn los? Ja, ich weiß, es ist halt beobachten und drehen. Was anderes gibt's ja nicht. Und sobald man merkt, dass er halt in seine Richtung kommt, dann abhauen. Deutsche Wertarbeit. Ich bin gespannt auf den vierten Lauf. Es gibt alle Variationen. Und Jan, du darfst kommentieren. Ich beneide dich. Ja, neidlos anerkennen werden die Schweizer, dass das Team Deutschland gerade großartig gelaufen ist und gut gedreht hat. Aber die Schweizer, die haben gerade auch noch mal die Köpfe zusammengesteckt. So ein bisschen Taktik-Talk betrieben, geflüstert. Ich bin gespannt, was die jetzt vorhaben. 3, 2, 1, catch. Lorenz Wetscher fürs Team Österreich. Ja, und sie kommen auf jeden Fall alle schon mal weg. Es wird ein bisschen gedreht. Noch keiner gecatcht die ersten 5 Sekunden. Das ist super, wie sie da als Team zusammenspielen. Luca, der Kapitän, muss raus, ist als erster gefangen. Aber da gibt's gleich Pyro, hervorrufende Maßnahmen, wenn ich das so sehe. Denn die sind so weit unterwegs. Die sind noch zu zweit. Chris und Astrid, das erste Mal funkt's da oben, das zweite Mal auch. Und das dritte Mal auch. Ja, Spiel ist vorbei. Come on. Keine Chance. Also die Schweiz räumt in jeglicher Hinsicht komplett ab. So, wir sehen es noch mal schwarz auf weiß. Glückwunsch zu diesem großartigen Lauf. Ja, Luke, wir verteilen jetzt mal gemeinsam die Punkte, weil da hast du jetzt richtig Spaß als deutscher Coach jetzt sozusagen und Experte. Guck mal, dein Team. Yes. Ja. Und die Schweiz gemeinsam 20 Punkte, 5 für Österreich. Und die Engländer, die hier als hohe Favoriten in das Spiel gegangen sind, die bekommen nur 0 Punkte. Und wir bekommen auch noch Bonuspunkte, und zwar für den fastest catch of all. Und da waren die Schweizer unglaublich schnell. Ich glaube, nur 15 Sekunden habt ihr gebraucht, um alle zu fangen, der Kali. Und dafür gibt es auch noch mal 10 Punkte obendrauf. Und damit führt die Schweiz. Ja. Mega, das kleine Bergvolk. Luke, Konkurrenzbeobachtung ist ganz, ganz wichtig, dass man den Gegner kennt. Videoanalyse. Wie schwer ist ein Quadratkilometer Österreich? 100 Kilogramm. Oder beziehungsweise ein halber DIN. 12 Tonnen, das schwerste Land Europas wegen den Alpen. Und das bedeutet aber nicht, dass eben das Team nicht so wendig, flink und auch ganz leicht ist, man muss sich ja nur richtig ernähren, gell, Herr Kumpner? Ja, genau. Ja, wir schauen uns mal das Team Österreich ganz genau an. Team Österreich. Stefan Dollinger, 17 Jahre, Freerunner.
Mit 16 wird Stefan beim Qualifying der Red Bull Art of Motion direkt Erster. Seitdem geht er bei diversen Parcours-Events auf Titeljagd. Seine große Leidenschaft neben Parcours? Escape Rooms knacken und meditieren. Lorenz Wetscher, 22 Jahre, Freerunner. Bei Wetten, dass sieht Lorenz einen Parkourer, der sagt, dass er Training anbietet. Lorenz geht hin und bleibt dabei. Inzwischen hält der gelernte Optiker zwei Weltrekorde. Der weiteste Sprung zwischen zwei Objekten aus dem Stand und die meisten Rückwärtssaltos innerhalb einer Minute im Team. Der Trainer, den er damals im Fernsehen gesehen hat, ist heute auch dabei. Und das ist er. Lukas Steiner, 35 Jahre, Parkour-Profi und Trainer. Lukas hat einfach Spaß an Bewegung, vor allem an Saltos. Mit Anfang 20 beginnt er, Videos von seinen Tricks online zu veröffentlichen. Verschiedene Veranstalter werden auf ihn aufmerksam und laden ihn zu internationalen Wettkämpfen ein. Inzwischen ist er mehrfacher Weltrekordhalter und hat das Ziel, der älteste Athlet der Szene auf Weltklasseniveau zu sein. Stefanie Noppinger, 27 Jahre, Turnerin. Schon seit Stefanie ein Kind ist, verbringt sie mindestens 25 Stunden pro Woche in der Turnhalle, nimmt an österreichischen und Europameisterschaften teil und gewinnt einen Titel nach dem anderen. Mit 17 entdeckt sie das Freeride-Skifahren und heimst auch hier Titel über Titel ein. Mit 21 beendet sie ihre Turnkarriere und widmet sich nun verstärkt dem Ninja-Sport. Team-Captain Alexander Kumpner, 37 Jahre, Spitzen- und Fernsehkoch. Neben eigenen Restaurantprojekten in Wien zieht es den Fitness-Fan schnell vor die Kamera. Im österreichischen Fernsehen kennt man ihn von Kochgiganten. In Deutschland wird er spätestens seit der letzten Staffel von The Taste einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Einen Titel hat er schon. Laut Bild der Frau ist er der schönste Koch der Fernsehlandschaft. Vielleicht wird er ja heute mit seinem Team auch der schönste Europameister im Fangen. Und ich habe mich jetzt mal hier in das österreichische Team begeben, also der schönste TV-Koch. Also ich glaube, nach der Anmoderation hat Steffen Hensler gerade eine Pfanne gegessen vor Wut. Erklär mir mal ein bisschen was über dein Team hier, Alexander. Also bei Taste, erstmal herzlich willkommen zu Sat.1 und Dankeschön. Taste hast du schon gewonnen. Ja, jetzt bin ich hier, dran. Macht richtig Bock. Also ich habe ein richtig geiles Team. Ich bin jetzt schon stolz auf die ganzen, auf meine Kandidaten. Wenn man die Videos so anschaut, das ist schon echt große Klasse. Also Riesenrespekt, Lukas, mit dem Alter da so dabei zu sein. Echt fett. Ich will jetzt auch den Druck nicht aufbauen, aber es hängt an euch und nicht an mir. Aber es ist ein Team der Gegensätze. Also wir haben Lukas mit 35 Jahren, quasi der Gianluigi Buffon des Parcoursports. Du hast mit 20 Videos hochgeladen im Internet. Gab es da das Internet schon? In schwarz-weiß halt, ja. Na eben, das war, ich weiß nicht, es haben wir beigronnen damals alles. Es war vielleicht noch irgendwelche Foren oder sowas, aber so Instagram und YouTube war ein Fremdwort für mich. Ja, aber geil, also mit 35 Jahren noch so fit, wahnsinnig toll. Und auf der anderen Seite, du bist der älteste Parkour-Athlet und wir haben den jüngsten Teilnehmer bei Catch aller Zeiten. Stefan, auf dich habe ich ein Auge geworfen, denn das war schon eine Wahnsinnsleistung, die du gerade gemacht hast. Wie alt bist du? 17 Jahre alt. 17 Jahre alt. Kann man, welcher Jahrgang ist das? 2003. Oh. Interview vorbei. Zurück zu dir, Andrea. Ich fühle mich gerade richtig alt. Wir können jetzt schon mal Catch Kids machen, Luke.